Hallo und herzlich willkommen zu Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um EEG-Anlagen, die ab 2021 keine Förderung mehr bekommen. Das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz, ist ja am 1. April 2000 in Kraft getreten. Es gab zwar schon seit 1990 das Stromeinspeisegesetz, was geregelt hat, wie Einspeiseanlagen vergütet werden, aber das EEG hat dann eben ab 2000 insbesondere geregelt, wie erneuerbare Energienanlagen gefördert werden. In den weiteren Jahren wurden jede Menge erneuerbare Energienanlagen ausgebaut. Es gab geradezu einen Boom. Gerade in den Nullerjahren, so gegen 2008 bis 2011, gab es eine riesige Menge an Photovoltaikanlagen, die in Deutschland verbaut wurden. Das EEG hat mit sich gebracht, dass diese Anlagen auf besondere Weise gefördert wurden. Die Förderung von EEG-Anlagen wurde grundsätzlich auf etwa 20 Jahre angelegt. Diese Förderung sah konkret so aus, dass es ein Vorrangprinzip der erneuerbaren Energienanlagen gab. Das hat bedeutet, dass die Stromnetze und die Abnehmer der Energie erneuerbare Energieanlagen vorrangig in Anspruch nehmen mussten im Vergleich zu zum Beispiel Kohlekraftwerken oder Gaskraftwerken. Darüber hinaus gab es eine feste Einspeisevergütung. Je nach Anlagenart und je nach Jahr der Inbetriebnahme wurde das dann gestaffelt immer weniger, sodass man, je früher man erneuerbare Energieanlagen ab 2000 gebaut und in Betrieb genommen hat, desto mehr dann eben auch verdient hat. Vorhin habe ich erwähnt, dass diese EEG-Förderung grundsätzlich auf 20 Jahre pro Anlage angelegt war. Dementsprechend laufen im Jahr 2020 die ersten dieser EEG-Förderungen aus. Ab dem 31.12.2020 werden dann jede Menge Anlagen keine direkte klassische EEG-Förderung mehr beziehen können. Darunter fallen nicht nur die tausenden Windkraftanlagen, die schon gegen 2021 aus der Förderung fallen. Das liegt unter anderem daran, dass die Windkraftanlagen, die bereits vor dem Jahr 2000 in Betrieb gesetzt waren, dann immer noch in diese Förderung hineingefallen sind und dementsprechend sowohl die ganz alten Anlagen als auch die ersten dann neu gebauten Anlagen allesamt zum Jahr 2021 aus der Förderung fallen. Darunter zählen also nicht nur diese Windkraftanlagen, sondern auch jede Menge und schlussendlich mehrere Millionen Photovoltaikanlagen, die zum Beispiel auf Dächern von Haushalten gebaut sind. Wenn wir bedenken, dass dann also jedes Jahr mehr und mehr dieser Anlagen aus der Förderung fallen, aber über die nächsten Jahre wahrscheinlich auch verschiedene andere Technologien, die solche Anlagen unterstützen könnten, wie Speicher, immer besser und günstiger werden, kann man sich ja gut vorstellen, dass trotz fehlender Vergütung hier verschiedene andere Anwendungs- und Vergütungsmodelle denkbar sind. Welche konkreten Nutzungskonzepte und Geschäftsmodelle könnte man sich hier vorstellen? Zum Beispiel die ganz klassische Einspeisung in das lokale Stromnetz zum jeweiligen Börsenpreis. Da der Börsenpreis allerdings schwanken kann, ist das eher ein wenig vorausschaubar planbares Geschäftsmodell. Alternativ kann man sich natürlich vorstellen, die Anlagen einfach zum Eigenverbrauch zu nutzen. Gerade Photovoltaikanlagen auf dem Dach können sehr gut vom jeweiligen Haushalt oder vom jeweiligen Gewerbe für die Versorgung der eigenen Anlagen, also des eigenen Stromverbrauchs, angewendet werden. Noch weiter optimieren kann man diese Variante natürlich mit Stromspeichern. Zum Beispiel würden die Photovoltaikanlagen mittags jede Menge Strom produzieren und der Strom, der gerade nicht gebraucht wird, geht dann direkt in den Speicher, der zum Beispiel in der Garage oder im Keller steht. Und die Energie steht dann zur Verfügung, wenn man sie eben braucht. Sollte man sich mit seinen Nachbarn darüber einig werden und sollten da vielleicht sogar noch weitere Produzenten sein, dann könnte man auch übergreifende Quartierslösungen konzipieren. Das sähe dann zum Beispiel so aus, dass man den Energieverbrauch des gesamten Wohnblocks oder des Quartiers gemeinsam auf den Dächern produziert, irgendwo nochmal zwischenspeichert, über Power-to-Heat-Anlagen und Wärmepumpen auch noch die Wärmeversorgung sicherstellt und somit an den klassischen Versorgerkosten sparen könnte. Wenn man sich nicht nur mit seinen Nachbarn, sondern noch etwas übergreifender einigen kann, sind auch Genossenschaften wie zum Beispiel Bürgerenergiegruppierungen eine vorstellbare Möglichkeit. Man fügt dann seine eigenen Anlagen in das Portfolio der Bürgerenergiegenossenschaft mit hinzu und die Profis aus der Genossenschaft kümmern sich dann um die Direktvermarktung oder treten als Energieversorger auf und versorgen wiederum die Genossenschaftsmitglieder mit günstigem Strom. Das Ganze noch mal etwas größer gedacht könnte auch so aussehen, dass man Teil eines virtuellen Kraftwerks wird. Große virtuelle Kraftwerke poolen ja tausende, wenn nicht sogar zehntausende, ganz dezentral aufgebaute Anlagen, schalten die so zusammen, dass sie quasi wie ein großes Kraftwerk funktionieren und können damit sehr gutes Geld verdienen. Im Fall von den etwas größeren Windkraftanlagen sieht es so aus, dass diese klassischerweise auch auf 20 Jahre Nutzung ausgelegt sind. Das heißt ja aber nicht, dass diese nach den 20 Jahren nicht mehr effizient laufen würden. Deswegen könnte man diese natürlich einfach direkt weiterlaufen lassen und wie eingangs erwähnt die normale Einspeisevergütung zum Börsenpreis beziehen.
oder man lässt diese Anlagen prüfen, optimiert sie dann noch einmal, das sogenannte Repowering, dass man zum Beispiel stärkere Turbinen mit einbaut, die Anlagen damit in Zukunft noch effizienter laufen und noch mehr Strom erzeugen würden. Und dann lohnt sich die Einspeisung bzw. Direktvermarktung natürlich nochmal umso mehr. Und für die Anlagen, bei denen sich das eben doch gar nicht mehr lohnen würde, naja, dann bietet sich auch der Abbau an. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich gehe nicht davon aus, dass es so unglaublich viele Stilllegungen von erneuerbaren Energienanlagen geben wird. Tatsächlich wird es darauf hinauslaufen, dass es neue Vermarktungsmodelle gibt, dass sich Anlagen zusammenschließen, um dann eben besonders effizient ihre Energie anbieten zu können und dass wir schlussendlich da einen wichtigen weiteren Baustein der fortschreitenden Energiewende finden werden. Was ist eure Meinung dazu? Habt ihr noch welche Fragen oder betreibt ihr vielleicht selbst eine EEG-Anlage, deren Förderung demnächst ausläuft? Dann schreibt das einfach mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einfach mal einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram. Mein Name ist Carsten Eckert.